Guten Tag, hier ist die Tagesschau in 100 Sekunden. FDP fordert weitere Verschärfungen beim Bürgergeld. Jobverweigerern solle das Geld künftig sofort um 30% gekürzt werden, heißt es in einem Beschlusspapier für das Parteipräsidium. Der Spielraum für verschärfte Sanktionen müsse ausgenutzt werden, bis hin zu einer vollständigen Streichung. Die bisherigen Regeln sehen ein Stufenmodell für Kürzungen vor. Erleichterung über neue US-Finanzhilfen für die Ukraine. Präsident Zelensky bezeichnete die Unterstützung als überlebenswichtig im Kampf gegen Russland. Bundesaußenministerin Baerbock sprach von einem Tag der Zuversicht für die Ukraine und für die Sicherheit Europas. Kreml-Sprecher Peskow hingegen erklärte, die westlichen Waffenhilfen verlängerten lediglich den Krieg. Tote bei israelischem Militäreinsatz im Westjordanland. Von mindestens 10 toten Terroristen ist die Rede. Es habe sich um einen Einsatz gegen bewaffnete Palästinensergruppen gehandelt. Laut der Hilfsorganisation Roter Halbmond gab es 14 Tote. Wieder Proteste gegen die israelische Regierung. Tausende Menschen haben den Rücktritt von Ministerpräsident Netanyahu und Neuwahlen gefordert. Die Demonstranten verlangten erneut die Freilassung der von der Hamas verschleppten Geiseln. Der Regierung wird vorgeworfen, kein Interesse an einem Abkommen mit der Terrororganisation zu haben. Kräftige Schneefälle sorgen in mehreren Bundesländern für Verkehrsbehinderungen. Auf der A9 bei Bayreuth kam es zu zahlreichen Unfällen. Die Autobahn 7 bei Kassel in Hessen war wegen liegengebliebener Fahrzeuge zeitweise gesperrt. Auch in Nordrhein-Westfalen sorgte der Wintereinbruch für schwierige Straßenverhältnisse. Und das Wetter heute im Norden. Anfangs freundlich, sonst viele Wolken und verbreitet Schauer, örtlich mit Graupel sowie Blitz und Donner. Im Bergland zum Teil kräftiger Schneefall bei Höchstwerten von 2 bis 12 Grad.